So. Das werden wir dann vielleicht dann Beginn der nächsten Aufnahmesession dann machen. Vorausgesetzt, wir kommen jetzt schon zur Masterüberbrückung, aber theoretisch sollten wir überall hinkommen. So. Boah, schreckt mich. Aufnahme. Hier ist Dr. Elizabeth. Ja, kennen wir schon. Schnell easy darauf. Errungen scharf freigeschaltet. Was? Körperkontakt tötet 30 Gegner mit der Laserkanone. Nice. So, da müssen wir lang. Ich wollte gerade sagen, irgendwie angenehm, dass keine Gegner da sind. Wann ist schon einer gekommen? Du lebst noch? Jetzt nimmer. Babys habe ich auch getötet. Seine Babys. Gut, darauf. Rauf. Etage 2. So. So, dann wahrscheinlich geht da durch. Yes. So. Toxische Gefahr registriert. So ist noch was toxisch. Der Raum, der kommt mir gar nicht bekannt vor. Haben wir den übersehen oder war der noch verschlossen? Und gibt es da noch einen Keucher? So. Warte mal. Hier. Es gibt schlimmere Orte, um diskret zu arbeiten. Hier gibt es Gifte, die in der Nähe der Krankenstation niemals erlaubt wären. Und jetzt können Ihnen diese Gifte nichts mehr anhaben. Zellulärer Regeneration. Werde ich Sie töten? Wenn Sie das versuchen, Mr. Harris, bleiben mir noch ein paar Optionen. Das Eindämmungsmodul zum Beispiel. Erinnern Sie sich noch an Ihre letzte Gehirn-OP? Stase bei Bewusstsein. Sehr nützlich. Hätte ich bei meinem letzten Modulentwurf nur nicht so viel Osmium verschwendet. Das hat wehgetan. Und wie fühlen Sie sich jetzt? Tot. Lebendig. Vollkommen. Vielleicht ist es dann Zeit für Ihre erste richtige Jagd. Oh. Letzte Regeneration. Entdecke die Herkunft des Jägers. So. Oh mein Gott, wir hauen uns. Warum jetzt der Siri? Verreckst du bitte? Achso, das war gerade der Laserdingens, das war.
abgemeldet. So, gut, das war quasi die Nebenquest. Sehr cool, haben wir das. Und was ist das? Prototyp Stasi-Modul. Prototyp Stasi-Modul. Okay. Haben wir das jetzt? Haben wir nicht im Inventar? Okay. Was war das? Prototyp Stasi-Modul? Hm. Vielleicht müssen wir das bei der Werkbank irgendwie... zur Werkbank bringen. Ein Stasi-Modul haben wir ja auch noch für sich, ne? Okay, aber gut, wir haben es auf jeden Fall. Kommt man da rein irgendwie? So, jetzt würde ich sagen, weil es jetzt schon egal ist. Toxische Gefahr beseitigt. Das mit dem Prototyp lasst mir gerade keine Ruhe. Machen wir jetzt nur die zwei Sachen. So, das heißt, wir müssen nochmal zurück zum Maschinenraum. Das bedeutet wahrscheinlich, wir müssen zurück zur Monorail-Station zuerst einmal. Hm, Prototyp für das Stasi-Modul. Na, wir müssen eben eins wahrscheinlich. Genau, da waren wir hier wieder. Da waren wir noch nicht. Gehen wir gleich rein. Oh, Goldhalbleiter. So. Mehr gibt's da nicht. Dann haben wir das auch gleich erledigt. So. Gut. Du warst vorher noch nicht da. Droppst du bitte was? Danke. 100 Credits. War wieder nur Praktikant. So, warte mal, wenn wir schon da sind. Hast du da etwas getan, weil wir das, den Prototyp gefunden haben? Nö. Aber das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. So. Dafür können wir das wieder kaufen. Sorry. So. Bin ja auf die Windows-Taste, glaube ich, gekommen. Okay. So, sollten wir eh gleich wieder bei der Monorail-Station sein? Ja. Müssen wir nur noch darauf. So, Aufnahme läuft eh noch. Ja. Weil ich gerade auf die Windows-Taste gekommen bin. Boah, das war wieder das scheiß Klo. Okay. So, und da drüben waren wir, glaube ich. Ne, waren wir nicht. Gut, Maschinenraum. Maschinen... oder Maschinendeck. Abbau... ja, ihr wisst, was ich meine.
Egal ob Abbausektor oder Maschinenraum, müssen da auf jeden Fall hin. Nächster Halt, Abbausektor, Maschinenraum. Station bei Abfahrt prüfen. So, wir müssen genau da lang. Mining Deck. Nö, wir müssen doch drüben raus. Engineering Deck, das gefällt mir besser. So. Schneller. So, da müssen wir da lang. Oh, na, hä? Achso, na, wir sind eh richtig. Ja, wir sind richtig. Ah, da müssen wir durch eine Dreiertür, deswegen konnten wir das vorher noch nicht holen. Ich verstehe. Schwerelosigkeit deaktiviert. Das ist sehr laut hier wieder. Da wird irgendwas schreien gehört. Aber ich will eigentlich nur da lang. Freigabe bestätigt. So, und da ist der Rig. Perfekt. So, Russo's Rig. Und der Audiolog. Logbuch des Maschinenraums. Fahrende technische Fahrkraft. Eine Ruhe. Warte nicht. Was wollte ich sagen? Ich habe nicht mehr richtig geschlafen, seit sie den Marker an Bord gebracht haben. Das Einzige, woran ich mich genau erinnere, ist die Triebwerksinspektion. Ich ging in die Triebwerkskammer und anstelle des Haupttriebwerks war dort ein Herz. Ein Herz, so groß wie der Raum, das einfach nur pumpte und pumpte. Dann sagte Henderson irgendetwas und als ich mich umdrehte, war es wieder eine Maschine. Aber ich kann immer noch das Pumpen in der Ferne hören. Fast friedlich. Vielleicht kann ich dann besser schlafen, wenn ich nah genug rankomme. Vielleicht gehe ich direkt rein. Dort ist es warm und dunkel. Ja, das ergibt Sinn. Okay, ich glaube... Sieht man da noch irgendwann Kopf? Ich glaube, das war dieser Russo, die da gerade durchgesprungen kam. Ja, da ist ein Kopf, da kennt man gar nichts mehr. Okay. Na gut. Dann auch zum letzten. Das. Ah, verfolgt das Ziel ist sehr gut. Das heißt, wenn wir jetzt hier. Jawohl. Hier wieder lang. Ja. So. So, es ist wieder sehr laut. Laute Ruhe. So, da müssen wir wieder auf. Dadurch. Was ist mit der Musik schwierig? Ob da ist irgendwo Gegner. Ich ignoriere den jetzt einmal gekonnt. Schwerelosigkeit deaktiviert. Ich habe eine Heilung nummer. Dadurch. So, die AS-Kanonen. Die waren glaube ich hier auf der Brücke auch, ne? Weil da mussten wir die ganze Energie umleiten und das müsste auf der Brücke gewesen sein. Yes, es war auf der Brücke. Jawohl. So, von ganz hinten, also zur Endhaltestelle, zur ersten Haltestelle. Oder umgekehrt, von der ersten zur letzten Haltestelle. So, war gut. Das check kurz mein Handy. Okay.
langsam aber sicher, glaube ich, nähern wir uns auch schon wieder dem Ende. Müssten, glaube ich, nur noch 3 Kapitel sein. Nächster Halt, Brücke. So. Wo geht die Tür auf? Hier. So, dann wollen wir mal. Ich habe gerade Besatzungsdeck gelesen. Hatte schon wieder Angst, dass wir durch ein Gebiet müssen, wo wir noch nicht waren. Wo wir aber hin müssen. So, da wären wir wieder. Und glaube ich, müssen wir da rein. Ich riskiere das jetzt. Aber die... Da ging es rauf. Punkt 1, Punkt 2, der Strahl ging in die Richtung. Und da geht es nur zum Cockpit. Oder zum Lift, und ich denke, dass wir zum Lift müssen. Punkt 3. Logischerweise ist die AS-Kanone draußen, also müssen wir rauf. So. Ja, wir sind sowas von richtig. Mhm. Außenzugang. So, da geht's rauf. Achso, wir sind schon im Lift drin, okay. So, dann wahrscheinlich hier, ja. Genau. So, und da müsste irgendwo der Kollege jetzt noch sein. Abheben. Findet man das mit X? Was? Ist er wirklich so weit hinten? Okay. Vertraue ich mal dem Tracking-System. Schauen wir mal, ob das ein Fehler war. So, ich glaube, da hinten müsste der Rick irgendwo sein. Da hinten. Da leuchtet sie schon schön. Perfekt. Dann geht's wieder zurück. Indessen können wir ganz kurz. So, hier. Erstelle eine Master-Sicherheitsüberbrückung. Das sollten genug Rick sein. Ich kann von der Konsole in der Kabine. Geht es hier aus, ja. Des Captains eine Master-Sicherheitsüberbrückung einrichten. Perfekt. Ja, Isaac, du nicht so. Sind nicht gleich da. So. Schwerelosigkeit deaktiviert. Gut. Jetzt bin ich kurz ins Schwitzen gekommen. So, dann geht's wieder runter und zurück zur Kabine des Kapitäns. Oder zum Cockpit eher. Dann holen wir uns die Masterüberbrückung. Boah. So. Mhm. Die könnten wir theoretisch da gleich testen noch. So, jetzt nehme ich schon 2 Stunden 40 auf. Kann sein, dass die letzte Folge, also die heutige Folge, wieder etwas länger wird. So, auf zur Brücke, beziehungsweise auf der Brücke sind wir schon. Cockpit oder Kabine des Captains. So. Alles klar, so und jetzt aber, jetzt machen wir das. Besatzungsrig benutzen. Masterüberbrückung aktivieren, ja. Master-Sicherheitsüberbrückung generiert für Isaac Clark. Alle Zugänge werden protokolliert. Sie sind nicht autorisiert, fertig. Okay, wir haben ein Achievement bekommen. Und jetzt sollten wir, wenn wir kurz auf J drücken. Genau,
sobald wir das auch erledigt haben, die Nebenmission. Und wie gesagt, das Pespa ist doch schnell an der einen Türe. Und dann werden wir, glaube ich, wirklich dann am Anfang der nächsten Aufnahme Session mal jede Mastertüre mal abklappern. Jede Mastertüre, jede Masterkiste. Wir werden jedes Deck nochmal durchsuchen, ob irgendwo noch Räume sind, die wir noch nicht geöffnet haben, die wir jetzt aber vielleicht öffnen können. Und dann, ja, geht's hier weiter. Dann geht's, glaube ich, schon Richtung Ende schon. Deswegen möchte ich das nämlich jetzt alles noch machen, bevor es zu spät ist. So. Na gut, dann öffnen wir mal die erste Mastertüre. Sicherheitskarte wird erfasst. So, da haben wir eine Kiste. Munition. Was ist das? Waffenupgrade. Impulsgewehr, cool. Dasepack. Und Strahlmunition. Energieknoten und Energiemunition. Perfekt. Na cool. Das hat sich ja schon ausgezahlt. Die erste Stasis-Tür. Perfekt. So. Also wir bräuchten auch bald wieder eine Werkbank. Und ich muss vielleicht googeln, was sie dieser Prototyp von einem Stasis-Modul bringt. So. Wir könnten noch schnell was aus. Jetzt ist Sascha wurscht. Jetzt die Folge noch 3 Minuten kürzer oder länger geht, ist jetzt Sascha egal. Gehen wir noch schnell zur Werkbank. So. Impulsgewehr, jawohl. Wir haben schon wieder 5 Knoten. Oh Gott. Okay, ich glaube, da sind wir komplett durch mit dem Impulsgewehr. Also wir haben alles gefunden. Granaten haben wir in einem viel größeren Explosionsradio. Cool, okay. So. Plasma-Cut, da sind wir eigentlich auch schon fertig. Wir könnten aber noch. Wir müssen Plasma-Cut erstmal testen, weil der hat jetzt einen Flammenschaden. Ich gehe nur ganz kurz da runter. So. Und dann gehen wir zum Impulsgewehr und wir gehen. Wir haben noch 4 Knoten. Da geht es eh nicht runter, das heißt, wir müssen so runter. Wir könnten aber auch noch auf den Schaden gehen. Achso, warte mal. Okay, wir könnten 1, 2, 3, 4 machen. Oder gleich dahin gehen, dafür haben wir keinen Schaden. Na, wir machen es so. 1, 2, 3, 4. Und dann gehen wir als nächstes noch da runter. Zu dem runter. Und das könnt ihr auch noch mitnehmen. Je nachdem, wie witzig wir sind. Perfekt, so. Aber auch hier konnten wir den Prototyp des Stasi-Moduls nicht einsetzen. Hm. Komisch. Vielleicht ist es wirklich nur so ein Collectible. Kann ich mir natürlich auch vorstellen. So, aber liebe Leute, das war's jetzt mit dieser Aufnahmesession. Da unten speichern wir jetzt ab. Haben wir sogar den Plasma-Cut ausgerüstet. Warte mal ganz kurz, bevor ich abspeichere. Wechsle ich auf das Laser, auf das Lasergewehr. Damit wir wissen, bei welcher Waffe wir gerade sind. Bei meiner Rotation. So. Also, liebe Leute, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Aufnahmesession. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen, da wird viel gebacktrackt. Und ja, und ich würde mal vermuten, ich werde es einfach mal prophezeien, in 2 Aufnahmesessions sind wir durch mit dem Game. Und dann geht es eh gleich mit Dead Space 2 weiter. Wo es noch kein Remake gibt, aber ich glaube, dass es schon ein Gespräch gab oder dass es schon Vermutungen gibt oder dass das Interesse da ist, dass es auch zu Dead Space 2 ein Remake geben wird. Aber ich werde trotzdem das Original spielen. Und es wird dann so sein, wahrscheinlich wie in Dead Space, wie in Resident Evil 4, dass dann, sobald ich Dead Space 2 gespielt habe, dass dann das Remake angekündigt wird und dass es dann auch gleich rauskommt, aber ist ja egal. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis dahin, bleibt gesund. So habe ich mir eingebildet, dass da was war. Bleibt gesund und ciao. Euer Dom.